Für die Wachheit haben wir ein Wort namens Jagruti. Jagruti bedeutet, du bist wach. Wenn 10 Menschen, sagen wir, wir nehmen zum Beispiel 10 Menschen, sie sind alle eingeschlafen, mach es nicht, okay? Sie sind alle eingeschlafen und sie sind wach geworden. Wenn sie wach werden, werden nicht alle von ihnen gleich wach sein. Eine Person ist vielleicht sofort wach, eine andere Person braucht vielleicht zwei Minuten, wie du auch bei der Anästhesie festgestellt hast. Eine andere Person wird eine Stunde brauchen, um aufzuwachen, eine andere Person braucht einen starken Kaffee, ansonsten wacht sie nicht auf. Habe ich recht? Etwa so. Es gibt verschiedene Stufen der Wachheit. Professoren müssen es festgestellt haben. In der Tat können die ersten Minuten des Tages so sein. Verschiedene Stufen der Wachheit in einem Klassenzimmer. Das ist also Jagruti. Wir bezeichnen also Wachheit als Bewusstsein? Nein. Die nächste Dimension des Bewusstseins heißt Swapna. Das bedeutet einen Traumzustand. Ein Traumzustand ist für die meisten Menschen viel lebendiger als ein Wachzustand. Es ist wie ein Besuch im Kino. Wenn du in ein Kino gehst, ist der Schlüsselfaktor für die Wirkung des Kinos auf dich, dass die Lichter ausgeschaltet sind. Das ist etwas, das die meisten Leute nicht verstehen. Wenn du die Lichter nicht ausschaltest, wird das Kino nicht gut sein. Es spielt keine Rolle, wie gut es gemacht ist. Mach die Lichter an und sieh dir das Kino an. Du wirst sehen, ein tolles Kino wird zu nichts. Es ist also wichtig, die Lichter auszuschalten. Das Ausschalten der Lichter erfolgt also in unserer Erfahrung über die Augenlider. Wenn du die Jalousien herunterlässt, ist die Welt abgeschaltet. Nun startest du deine eigene Welt. Also der Traumzustand ist wie ein Kino. Er ist viel wirkungsvoller. Die Menschen lieben ihre Filmstars mehr als die Menschen, mit denen sie seit 25 Jahren zusammenleben. Aber sie haben sie nicht einmal gesehen. Alles, was sie sahen, war das Spiel von Licht und Ton. Aber das ist viel wirkungsvoller, einfach weil die Lichter aus sind. Also, das Augenlid ist, dass, wenn du es schließt, die Lichter aus sein sollten, die Welt sollte geschlossen sein. Aber im Augenblick ist das Problem, dass diese geistige Fähigkeit nicht unter Kontrolle gebracht wurde, sodass sie die ganze Zeit freien Lauf hat, wenn die Augen geschlossen sind. Dieser Traumzustand gilt also als mächtigerer Zustand als Jagruti. Jagruti oder Wachheit ist wichtig, um in der Welt eine Handlung auszuführen. Aber für das menschliche Bewusstsein in Bezug auf die Tiefe der Erfahrung ist der Traum immer tiefer, als auf der Straße spazieren zu gehen. Ja, die meisten von euch haben das schon erlebt. Der nächste Zustand heißt Sushupti. Sushupti bedeutet ein traumloser Zustand. Aber es gibt Dimensionen des Bewusstseins, derer du dir gewahr bist. Es ist ein völlig traumloser Schlafzustand, aber du bist gewahr. Es gibt keine Bebilderung, es gibt kein Video, das in deinem Kopf läuft, es gibt keine Bilder, es gibt keine Menschen, es gibt keine Worte, aber du bist bewusst in deinem Schlaf. Dies ist ein sehr machtvoller Zustand. Wenn du wirklich etwas in deinem Leben manifestieren willst, ist dies etwas, das es zu erforschen gilt. Und der nächste wird als Turiya bezeichnet. Das ist Bewusstsein, bei dem keine Erinnerung jeglicher Art beteiligt ist. Im Wesentlichen betrachten wir in den yogischen Wissenschaften das Bewusstsein als eine Intelligenz jenseits der Erinnerung. Wenn es ein Gedächtnis gibt, wird Gedächtnis als Grenze betrachtet, in dem Sinne, dies ist eine Person, das ist eine andere Person. Einfach, weil dies eine Art von Erinnerung verkörpert und das eine andere Art von Erinnerung verkörpert. Dies ist zu einer Art von Person geworden, das ist zu einer anderen Art von Person geworden. Im Wesentlichen liegt es am Gedächtnis. Gedächtnis bedeutet nicht nur das, woran ich mich erinnere und du dich erinnerst. Es gibt genetisches Gedächtnis, es gibt evolutionäres Gedächtnis, elementares Gedächtnis, atomares Gedächtnis, es gibt karmisches Gedächtnis, es gibt unartikulierte und artikulierte Erinnerungen. Aber im Allgemeinen denken wir, Gedächtnis bedeutet, was wir uns bewusst merken können. Aber heute, wenn wir Hundefutter essen, werden wir nicht zu Hunden werden. Etwas in uns erinnert sich. Egal was du isst, es muss immer nur in einen Menschen verwandelt werden. Es spielt keine Rolle, was du isst. Wenn du und eine Kuh jeden Tag eine Mango essen, wird keine Verschmelzung stattfinden. Das perfekte Gedächtnis ist vorhanden. Das evolutionäre Gedächtnis ist absolut. Diese verschiedenen Ebenen des Gedächtnisses sind also täglich im Spiel. Die Menschen denken, ihre Gedanken sind frei. Es ist ein Witz, weil dein Gedächtnis alles bestimmt.
Also weitgehend in einem einzigen Wort nennen wir das Karma. Karma bedeutet die Restwirkung der gesamten Erinnerung, die du hast. Wie es sich auf jeden Gedanken, jede Emotion, jede Handlung auswirkt, auf die Art und Weise, wie du sitzt und stehst. Schau, wenn du jemanden weit entfernt gehen siehst, sagen wir etwa 800 Meter entfernt, siehst du jemanden gehen. Wenn er dein Freund ist, sagst du, oh, das ist er, nur in der Art, wie er seinen Körper bewegt. Es gibt mehr als 7 Milliarden Menschen, aber dieser spezielle Mann geht auf eine einzigartige Weise. Nur zwei Beine, die gehen. Jeder geht, aber trotzdem ist er so einzigartig. Also das ist es, was wir als Karma bezeichnen, dass die Restwirkung von Gedächtnis, vielfältige Arten von Gedächtnis, wir verstehen Gedächtnis als 8 grundlegende Formen von Gedächtnis, die bestimmen, wie du im Augenblick bist. Die Art und Weise, wie du sitzt, stehst, atmest, verstehst, das Leben wahrnimmst, wird von diesem Gedächtnis bestimmt. Aber es gibt eine Intelligenz jenseits des Gedächtnisses, die wir als Turiya oder Chitta bezeichnen. Das ist das Bewusstsein. Nun, jeder von uns ist bewusst. Die Frage ist nur, in welchem Maß. Sogar ein Stein ist bewusst, ein Hund ist bewusst, ein Schwein ist bewusst. Die Frage ist nur, in welchem Maß, wie bewusst. Selbst unter uns, wie bewusst, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Dieses Maß an Bewusstsein bestimmt also alles. Nun, wenn wir eine Analogie geben sollen, was das Gedächtnis ist, ich bin sicher, jeder von uns hat irgendwann in unserem Leben, ich weiß nicht, ob du es noch immer tust, wir haben Seifenblasen gemacht, oder? Hallo? Kommt schon, alle hoben ihre Hand für Anästhesie. Habt ihr Seifenblasen gemacht? Wenn du also eine Seifenblase machst, ist der Seifenteil, der sehr klein ist, nur ein winziger Tropfen. Der große Teil davon ist Luft, die er festhält. Also wie groß ist die Seifenblase? Als ihr Kinder wart, wer die größte Seifenblase pustete, spielte eine große Rolle. Und es ist ein gewisses Maß an Technik, ja, wie du es machst. Jemand hat diese große Seifenblase gemacht, jemand hat nur so viel geschafft. Wie groß also eine Blase? Diese Blase ist so, die Art von Seife und wie sie sich zusammenfügt, ist dein Gedächtnisspeicher. Er gibt dir eine Form. Aber wenn der Gedächtnisspeicher platzt, gibt es so etwas wie deine Luft und meine Luft nicht. Es gibt so etwas wie dein Bewusstsein und mein Bewusstsein nicht. Es gibt etwas, das als dein Körper und mein Körper bezeichnet wird. Es gibt etwas, das als dein Gedächtnis und mein Gedächtnis bezeichnet wird. Es gibt etwas, das als dein Intellekt und mein Intellekt bezeichnet wird. Aber es gibt nichts, was als dein Bewusstsein und mein Bewusstsein bezeichnet wird. Wie viel davon du eingefangen hast, wie groß deine Blase ist, wird das Ausmaß deines Lebens bestimmen. Das Ausmaß und die Möglichkeiten deines Lebens werden davon bestimmt, wie groß die Blase ist, die du aufgeblasen hast. Okay.